Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute hat sich jemand bei mir in den Kommentaren die Jeder Raum ist eine andere Disney-Prinzessin Challenge gewünscht. Wow, das ist ein verdammt langer Name. Nein, aber ich dachte, die machen wir jetzt auch gleich mal und ich hoffe, ich bin da auch relativ gut. Ich gebe mir Mühe, ich gebe mir so Mühe. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, weil ich habe sowas noch nie gemacht und das könnte verdammt kompliziert werden. Aber wir fangen jetzt auf jeden Fall gleich an und suchen uns erstmal ein Haus raus. Ja, wir haben Sulani Beach Home von Nele K-2008, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann gerade meine Galerie nicht mehr öffnen. Aber es ist so unfassbar ein schönes Haus. Ich zeige es euch kurz mal von außen. Ihr findet es einfach unter meinem Hashtag Luisemli. Da habe ich es jetzt auch runtergeladen und es sieht super schön aus. Auch hier hinten mit den offenen Türen und so. Sehr, 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 sehr hübsch. Und hier werden wir auf jeden Fall jetzt anfangen. Wir haben ja den Boden alles drinne. Was ist denn hier? Das ist so ein kleiner Raum. Okay. Ja, wir müssen halt nur gucken, wie sie sich das vorgestellt hat. Also, das hier ist ein Badezimmer. Das ist ja offensichtlich. Okay, ich habe jetzt doch mit der Galerie hingekriegt. Einfach um zu gucken, wie sie sich das vorgestellt hat. Also, sie will hier hinten Esszimmer. Hier vorne ist die Küche, Wohnzimmer und ein Büro, Badezimmer. Und oben haben wir dann noch Schlafzimmer. Und hier ist nochmal ein Kinderzimmer. Okay, das sollten wir hinkriegen. Das heißt, wir beginnen hier unten in der Ecke mit. Nein, wir beginnen mit der Küche. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und dafür muss ich einmal ausschwirren. Hier ist es. Wir werden jetzt einmal ausdrehen, welche Prinzessin mit welcher wir beginnen. Okay, wir beginnen mit Anna. Unsere Küche wird wie Anna. Also ihre Farben sind so ein bisschen lila, blau. Ich würde mal gucken, sie hat so diesen romantischen Touch. Also ich glaube, so dieses Ländliche würde ganz gut zu ihr passen. Wir gucken mal, was wir erstmal an Fliesen finden. Fliesen, Fliesen. Haben wir hier was in so einem lila? Ich habe keine. Wir nehmen jetzt weiße Fliesen für die Wand. Ich finde gerade. Also lila Fliesen ist, glaube ich, anscheinend das hier das Schwierigste überhaupt. Ich meine, dunkelblau würde ja auch noch gehen, aber. Vielleicht so. Also ich meine, das ist so ein leichtes Mosaik. Aber wir brauchen erstmal eine Lampe. Das ist mir gerade mal eingefallen. Das ist so dunkel in diesem Raum. Fangen wir mit einer Lampe an. Wie stelle ich mir Anna vor? Ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist schon so in der Art. Aber. Vielleicht so. Ah, dieses dunkelblaue Lila halt. Ah, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. So. Ich meine, Anna ist schon eher so ein bisschen eine Verrückte. Guck mal, wie wir die jetzt. So. Ich habe jetzt mal kurz Trick 17 angewendet und hier mal ein Regal reingebastelt. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch einen Herd. Können wir den hier nehmen? Pech ich eigentlich ganz gut. Vielleicht können wir den auch so. Schade, gibt es nicht in dunkelblau. Dann nehmen wir den einfach vielleicht in schwarz. Oder weiß? Weiß sieht eigentlich ganz cool aus. Wohl, nee, weiß macht es wieder so. Dürfen das Rustikale nicht verlieren. Oh, und dann brauchen wir einen Kühlschrank. Kühlschränke sind wichtig. Vielleicht den hier? Gibt es den auch in so einem? Rosa? In lila gibt es auf jeden Fall nicht, aber vielleicht können wir den auch einfach in dunkelblau nehmen. Auch nicht schlecht. Dann würde ich den vielleicht einfach hier hinten in die Ecke stellen. Ja! Und der kann ruhig noch ein Stück rüber an den Herd ran. Ja, und dann gucken wir, ob es auch Oberschränke dazu gibt. Aber ich glaube, ja, guck mal. An sich schon eine ganz coole Idee, aber mir fehlt irgendwie. Also, wenn ich das da oben so hinmache, dann stiepelt das so in das Fenster. Und das will ich nicht. Was ist denn das? Sieht ja auch schön aus, aber das gibt es bestimmt nicht in dem dunkelblauen. Nee, das gibt es in der Farbe. Oh, Mann. So, dann machen wir da einfach noch so kleine Küchengardinen dran. Und jetzt brauchen wir noch Decoration. So ungefähr stelle ich mir Annas Küche vor. Sie ist so ein bisschen chaotisch. Wir haben hier noch Kartoffeln liegen. Hier steht der Topf und die Kaffeemaschine. Hier hinten alle Bücher, weil sie liest ja ziemlich viel. Und ich glaube,
So ungefähr stelle ich mir Annas Küche vor. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal weiter ins Wohnzimmer und gucken mal, wer da das einrichten darf. Und zwar Ariel. Das bedeutet, es wird blau, unterwassermäßig, strandmäßig, unter Wasser. Ich glaube eher so eine Unterwasserwelt. Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Fangen wir mit dem Boden an. Ich glaube, da wäre so ein Teppichboden ganz cool. Wir gucken mal, was wir so im Boden haben. Wir können ja mal hier nach Blau filtern. Guck mal, ich habe sogar Meeresboden, warum auch immer ich sowas besitze. Aber den kann man auf jeden Fall richtig gut benutzen. Vielleicht haben wir jetzt noch so eine Tapete mit Fischen. Aber ich gehe mal nicht davon aus, aber das hier sind schon mal Wellen. Ich tue die mal kurz an die Wand. Und hier sind Dinosaurier. Ich glaube, das mit den Wellen passt schon ganz gut. Dann benötigen wir auf jeden Fall erstmal ein Sofa. Haben wir hier irgendwas mit Fischen? Ich glaube nicht, dass ich mir sowas mit Fischen runterladen würde. Ah, nee, da glaube ich selber nicht dran. Aber vielleicht irgendwas in der Art? Ich meine, sowas hier könnte ich mir eigentlich gut vorstellen zum Thema Ariel. Obwohl das hier, dieses modernere vielleicht auch gut passen würde. Vielleicht nehmen wir das einmal in hellblau und einmal in dunkelblau. Gibt es das noch kleiner? Wenn wir das jetzt noch eins kleiner haben würden, das wäre geil. Dann könnten wir ein kleineres und ein größeres hinstellen, aber ich glaube nicht. Ich überlege erstmal, was wir für einen Fernseher nehmen. Wir brauchen erstmal irgendwas Blaues für unten drunter. Ich glaube, so eine Kiste würde ganz gut passen, tatsächlich. So eine Schatztruhe. Weil Ariel ja auch sehr viel. Müssen wir hier jetzt Blau wieder rausnehmen? Schätze sucht und so. Darauf stellen wir jetzt erstmal einen Fernseher. Jo. Die noch so ein Stück vor. Dann brauchen wir einen Tisch. Ich weiß gar nicht. Wird da auch irgendwas haben. Auch hier würde sowas ganz gut passen, aber das ist zu groß. Nee. Der Aquariumtisch wäre auch mega geil. Vielleicht nehmen wir doch den hier. Ich meine, der ist gigantisch, aber ich finde, passt eigentlich richtig gut hier rein. Vielleicht nehmen wir den in Weiß, damit es nicht ganz so was kann. Wenn hier noch vielleicht dieses Hellblau. Dann wird es nicht ganz so extrem. Aber ich glaube, dieser Aquariumtisch ist wie hier drauf zugeschnitten. So ungefähr. Und jetzt will ich noch gucken, ob wir irgendwelche Fischsachen haben. Vor allen Dingen irgendwie einen Teppich oder so mit Fischen drauf. Das wäre irgendwie geil. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Also wir haben ja wirklich jeden Mist, aber einen Teppich mit Fischen haben wir nicht. Aber ich habe einen mit Surfbrett gefunden. Den finde ich auch ganz cool. Vielleicht mit den dahin. Ah, ist zu groß. Ein bisschen schräg auch mit dem Sofa, so. Das ist bestimmt nicht mein Meisterwerk an Wohnzimmer, aber es ist okay. So, dann brauchen wir vielleicht auch einen Schrank, so eine Kommode da hinten vielleicht irgendwas. So, da drauf können wir nämlich noch ein Pflänzchen stellen. Und ich habe schon wieder die Beleuchtung vergessen. Toll. Die Pflanze sieht ein bisschen aus wie Te Seetang. Finde ich vielleicht ganz geil. Können wir schon machen. Jetzt brauche ich auch irgendwelche Deko mit Fischen. Ich gebe mal Fische ein. Finde ich vielleicht gar nicht so übel. Und unser Seetangtischchen dahin. Aber das Aquarium finde ich gerade gar nicht so übel da oben. Da drüben. Also. So schlimm ist es nicht. Was haben wir? Oh mein Gott, das. Dann haben wir hier noch irgendwelche Fischplakate. Dann können wir hier noch Fische reinmachen. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Ja, diese Fischfalle hier. Ich weiß nicht, ob das so. Ah, nee. Wir könnten hier noch so ein Plakat aufhängen. Das können wir mal ein bisschen kleiner machen. So vielleicht? So könnte ich mir vielleicht Ariels Wohnzimmer vorstellen. Wir haben hier überall Fische und Grams und es ist, ja, es ist ein bisschen durcheinander gewürfelt, einfach weil Ariel ja auch immer die Sachen der Menschen so gern mag. Und dadurch haben wir halt auch so eine Schatztruhe und ja, vielleicht finde ich das ganz gut. Vielleicht finde ich das wirklich ganz gut. Wir machen jetzt hier hinten weiter mit dem Esszimmer und der nächsten Prinzessin. Und zwar ist das Moana. Und vielleicht passt Moana ganz gut.
Moana ist dieses Strandige. Also wir werden viel von dem Pack von Sulani nutzen. Und deswegen würde ich sagen, gar nicht lang schnacken, los geht's. Erstmal brauchen wir einen Boden. Ich würde hier mal kurz Sulani filtern, einfach weil ich es irgendwie, glaube ich, ganz gut finde. Packs. Da, Insel leben. Genau, und hiervon werde ich, glaube ich, auch das meiste für dieses Zimmer nutzen. Also erstmal so ein normaler Holzfußboden, das passt ganz gut. Dann brauchen wir hier so eine Tapete, vielleicht ist die. Ich glaube, ich finde die ganz gut, die macht es auch nicht ganz so dunkel. Gibt sie noch mit ein bisschen heller? In weiß? Nee. Ich finde die Muster noch ganz cool. Lasst uns noch die Muster nehmen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal noch eine Beleuchtung. Beleuchtung. Decke. So. Ja. Und dann einen Tisch. Sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass es von Sulani einen Tisch gibt. Aber sehr gut. Dann können wir den gleich nutzen. Dann brauchen wir Stühle. Die sind auch richtig gut. Ja, ich mag's. Vielleicht noch ein paar Pflanzen hier so in die Ecke. Ich glaube, ich finde die hier ganz cool. So, dann können wir hier vielleicht noch irgendwie so ein bisschen was anderes. Vielleicht finden wir noch an Deko irgendwas, was wir hier aufhängen können. Hallo. Und ich hätte gerne irgendwie noch gern, sehr schön, einen Teppich. Ja, doch. So, und vielleicht finden wir hier auch noch Gardinen. Ah, wunderschön. Ich mag's. Hey, das ging recht fix. Na ja, gut, das ist auch ein relativ kleiner Raum, aber ich finde es echt cool. Und das ist der Moana-Raum. Ich hoffe, der gefällt euch auch. Wir gehen jetzt weiter hier rüber in das Büro, wo wir gleich mit der nächsten Disney-Prinzessin weitermachen. Und los geht's. Schneewittchen. Das ist eigentlich so, Schneewittchen ist, glaube ich, Landhausstil. Ich würde sagen, Schneewittchen würde ich mal diesen Landhausstil wählen. Doch, das sollte ganz gut passen. Also hier diese Gardinen hier zum Beispiel, alles so ein bisschen holzig. Das sollte ganz gut zu Schneewittchen passen. Was haben wir denn so da zum Thema Landhaus? Hier, da wären auch solche Schreibtische, sind da ganz schnieke, sowas hier vielleicht. Nicht da so hin? Wo ist denn die Tür? Da. Okay, der ist ganz geil. Gibt es hier noch in einer anderen Farbe? Oh, warum gibt es hier nur im Bunt? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Beleuchtung. Ich sehe nämlich nichts. Ich weiß nicht warum, aber ich verbinde irgendwie diese Lampe mit Schneewittchen und den sieben Zwergen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich weiß noch nicht, ob der Schreibtisch mich so vom Hocker haut. Ich finde ihn zwar ziemlich cool und vor allen Dingen mit diesem Aufsatz, aber irgendwie glaube ich, sowas hier in dunkelbraun oder hellbraun würde vielleicht einfach besser passen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Schreibtischstuhl. Auch hier eher so ein älteres Modell. Ich denke mal, sowas hier finde ich, glaube ich, ganz cool. Gibt es auch in so einem Braun? Warum hat das nicht dasselbe Braun? Das ist voll unfair. Vielleicht der ist auch ganz cool, der Stuhl. Er hat auch nicht so richtig dasselbe Braun. So wäre es dasselbe Braun. Ah, shit, Boden brauchen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht haben wir da noch irgendwas Schöneres. Sowas hier. Also ich verbinde irgendwie da sowas hier, was ich mit Schneewittchen verbinde. Sowas oder Fischgrätenmuster. Haben wir Fischgrätenmuster? Ich glaube, Fischgrätenmuster haben wir nicht. Doch, hier sowas. Der sieht sogar noch ein bisschen besser aus. Und dann brauchen wir noch Tapete an der Wand. Und da habe ich mir auch schon was überlegt. Und zwar sowas hier in der Art. Ups. So. Aber vielleicht eher ein Rot. Ja, doch. So, dann würde ich immer einen Teppich reinlegen. Aber irgend so was Altes. Sowas hier. Den finde ich, glaube ich, ganz cool. Können wir den kleiner machen? Sehr gut. Und ja. Und dadurch, dass wir quasi gar nicht modern sind, würde der halt auch einfach so liegen. Aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht sowas hier besser finde.
So ist, glaube ich, besser. Und dann brauchen wir einen Computer. Natürlich nicht so ein Hightech-Ding, sowas hier. Ja, und dann würde ich noch überall Bücherregale hin basteln. So, würde ich mir, glaube, das Büro von Schneewittchen vorstellen. Mit vielen Büchern, alte Möbel. Hier oben hängt noch so eine richtig coole Pflanze. Die habe ich gedacht, passt richtig gut rein. Und ich glaube, so ungefähr würde ich mir das Ganze vorstellen. Ich hoffe, ihr geht damit. Ich hoffe, wir gehen jetzt gleich in den nächsten Raum, weil auch da brauchen wir natürlich. Und zwar wird das ein Badezimmer. Erstmal Schneewittchen rausnehmen. Ein Badezimmer im Tiana-Style. Das heißt, es wird ziemlich grün. Tiana ist, ja, doch. Wir brauchen hier etwas sehr, sehr Grünes. So. Genau, das ist jetzt unser kleines, aber feines Badezimmer. Wir brauchen ein Klöschen. Ich glaube, sowas hier würde ganz gut passen. Gibt es sowas in Grün? Was haben wir denn überhaupt in Grün? Sowas, obwohl das hier passt auch sehr gut mit dem Braun. Braun-Grün, das. Irgendwie gefällt mir der Boden gerade gar nicht. Vielleicht sollten wir den Boden nicht ganz so grün machen. Vielleicht wäre da auch weiß okay. Es leuchtet so. Doch einfach so weiße Fliesen. Ich weiß nicht, ob ich die weißen Fliesen nicht einfach am besten finde. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Dusche, die jetzt passt zu dem Ganzen. Gibt es nicht zu dem grünen Klo auch eine grüne Dusche? Die finde ich, glaube ich, ganz passend. Wie setzen wir diese Dusche jetzt am besten? So setzen wir das. Und jetzt brauchen wir noch ein Waschbecken. Das sollte ja dann auch in diesem grün-braun machbar sein. Welches war das denn jetzt? Okay, das ist das quietschgrün. Das ist ja quietschgrün. Oh mein Gott. Ist das hier? Vielleicht passt das besser. Das ist nur unten so ein bisschen grün. Grün, das ist nicht ganz so quietschgrün. Aber wir haben hier noch so einen coolen Frosch und den werden wir jetzt da reinböbeln. Oh ja. Oh ja. Genau so, nicht anders. Vielleicht hier so ein Spiegel, der ist ein bisschen groß. So, was haben wir denn noch so? Das ist jetzt auch ganz cool, aber das Problem ist, das wird jetzt alles zu groß. Vielleicht noch irgendwas für die Wand, was an der Wand hängt oder von oben irgendwie runterhängt. Vielleicht einfach so, dann rankt sich da so das Efeu hoch. Und ich glaube, so mag ich es total gern. Und somit haben wir eigentlich so die erste Etage. Oh, fertig. Und die zweite Etage würde ich in Teil 2 dann aufnehmen, weil ich finde das Haus einfach zu viel für eine Folge. Deswegen wird es noch einen zweiten Teil geben mit den restlichen Disney-Prinzessinnen und dieser zweiten Etage. Die wird dann wahrscheinlich nächste Woche kommen und ich hoffe, euch hat diese Challenge Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr die macht und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bis dahin. Ciao!